Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Limbo mit Limboy. Ja, es ist 2:30 Uhr morgens. Eine etwas verregnete Nacht bei mir. Und ich habe jetzt 2:30 Uhr morgens in der Früh richtig Bock auf Gyros, ja. Ich weiß auch nicht. Aber mich wird jetzt voll bocken auf Gyros irgendwie. Gyros mit Tzatziki. Mehr will ich gar nicht. Und ich hänge schon seit einigen Tagen an diesem blöden Rätsel. Aber ich denke, da würde mir das Gyros jetzt auch nicht helfen, oder? Ich glaube, ich muss den Schalter nochmal drehen, dass das obere wieder umschwingt. Ah, das war falsch. Also meine Überlegung ist, den Schalter zu drücken, dass das Rad nach oben geht. Wenn das Rad nach oben geht und noch nicht so viel Momentum hat, drauf zu springen, dass ich die Leiter erfasse. Allerdings muss ich davor den Hebel wieder umlegen, damit das obere Rad sich entgegengesetzt dreht, dass ich dann da oben wieder drauf springen kann. Hört sich logisch an, oder? Oder? Aber wann mache ich das? Jetzt zum Beispiel. Ja, es hat geklappt. Wunder. Bärchen. Jetzt werde ich hier runterfallen oder sterben, 100 Pro. Ja? Wäre beinahe so weit gewesen. Oh, das ist ja fies. Ah, geschafft, ja wunderbar. Nur 1 Minute 40 vergeudet. Ah, oh, wieder Strom. Meine ich das nur, das sieht das verdammt gefährlich aus. Aber Limbo schafft das. Limbo! Nö, Limbo schafft's nicht. Limbo schafft es nicht. Wer kommt denn der überhaupt? Ja, Limbo. Man merkt, du wirst langsam fett, hä? So wie du dieses Minen-Dingsbums verschiebst, ja. Muss ich da überhaupt drauf? Ja, da oben ist ein Hebel. Das Ding hat Licht. Schickschines. Das wird mir nicht viel helfen. Ah, ich habe eine Idee. Das hat ja eine Bananenform, ne? So, mein Ding in den Schalter. Komm zurück zu mir, komm zurück! So, ich hoffe, Limbo ist arsch jetzt schwer genug, dass er da hochkommt. Ne, ist er nicht. Das war so klar. Limbo, du bist so ein Nutzlass. Aber ich denke mir, ich sollte es vielleicht von dieser Seite machen. Nope, das war falsch. Ich habe den Hebel zu viel gedrückt. Und vergesst nie, liebe Kinder, wenn ihr den Hebel zu viel zieht, gibt es Pickel. Ja, ist so. Glaubt mir doch. Jetzt! Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, was? So schwer ist es ja gar nicht. So schwer kann es ja gar nicht sein, kann es ja gar nicht. Ah, spring durch den Zwerg. Jetzt! Jawohl! Ich wette mit euch, dass jetzt unten der Minenkahn verkehrt steht. 100 Pro. Das war so scheiße klar, oder? Das war so scheiße klar. Meine Fresse, warum muss immer alles so kompliziert sein? Limboy. Warum? Warum? Mehr fällt mir dazu nicht ein, außer warum. Ah, Limboy.
So vielleicht. Ja, und ich habe mir auch sagen lassen, dass sich manche schon die Haare raufen beim Zusehen, ja? Weil es ist ja alles so einfach und logisch beim Zusehen, ja? Spiel's doch mal selber! Dann wisst ihr, wie kacke das teilweise ist, ja? Mir fällt es selber auf, wenn ich dann so die ganze Episode nochmal angucke, ja? Auf Fehler durchschauen, ich sehe dann die Lösung, ja? Beim Zuschauen ist Limbo einiges einfacher, als wenn man selber spielt, glaubt mir. So, jetzt müsste es geklappt haben. Es hat mich jetzt 4 Minuten gedauert. Yeah, surfing all day in the boy town. Surfing all day on a mining car. Darkness. Dunkelheit. Scheiße, das geht sogar. Ach, leck mich. Guck, wie es wegfährt. I don't care. Ach, geil, man kann da runtersteigen und das Ding fährt einen zusammen. Das ist ja geil, Leute. Oh oh. Ich war zu schnell. Ah, Limbo ist Limbo. Ich sage immer Limbo, es heißt Limbo. Limbo. Nicht Limbo. Limbo ist der Kern. Ist so toll, wenn man die Kamera drücken kann. Haha, ich habe meine Beine noch. Nein! Fuck. Scheiß Stick. Muss ich es nochmal machen? Alter Limbo, du bist ein Arsch. Au. Gut. Da hat es mir ein bisschen mehr zu häckseln als nur die Beine, ne? Jawoll. Geht doch wunderbar. Kraft voraus. Ihr fiesen Dreckschweine. Da ist extra der Arschlochknopf, ja, dass der Strom angeht. Okay, das funktioniert so nicht. Liebe Leute. Dieses Ding steht so lange unter Strom, wie das gedrückt wird. Das ist mir bewusst, aber... Ah, das ist auch Strom. Ich hörte es knistern, doch das interessiert mich nicht. Nein. Ossa, ossa, ossa. Die Frage ist, wie funktioniert das jetzt? Muss ich irgendwie mit der Geschwindigkeit des Minenkahns gehen? So irgendwie. Lauf, Limboy! Lauf. Aha, war das knapp. Oh, oh. Ah, sich drehender Raum wieder. Licht flackert. Ich sehe halt nichts, ne? Außer meine komischen Glubschaugen, ey. Ich frage mich immer noch, warum die leuchten. Hat der Nuklearabfall gefressen oder was? Nein, das ist eine Leiter. Fuck, ich bin tot. Ich bin tot, da kommt ein Stein, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Tot! Hat eigentlich jemand von euch schon mitgezählt, wie oft ich gestorben bin in dem Let's Play? Das würde mich mal echt interessieren, wie oft ich schon krepiert bin. Licht, komm mal rüber. Ja, man sieht halt nichts, ne? Das ist halt blöd, ey. Jawohl, ich glaube, ich bin drauf. Ah, da ist schon wieder irgendwo Strom. Stein kommt gleich hundertprozentig wieder zurück. Ja, ich spür's schon. Ah, was jetzt? Okay, da ist eine Kiste. Ich denke mal nicht, dass ich rechts hoch kann, ja? Das bezweifle ich jetzt mal. Ich denke, die gehört mal runter. Ja,
Imboy, halt dich dran fest. Wow. Ja, ich denke, das war richtig. Da liegt Müll. Ein Rohr im Vordergrund. Oh, endlich mal wieder ein bisschen Licht. Was zum Teufel? Sind das Laser? Scheiße! Leck mich am Arsch! Ja, das sind Laser. Das sind Geschütztürme, Mann. Leute, Geschütztürme. Ey, wie soll ich denn das machen, bitte? Die schießen nicht sofort, habe ich gesehen. Aber ziemlich sofort. Gut, paar Kugeln im Kreuz, was soll's? Geht's hier runter? Nein! Da wartet der schleichende Tod. Wie soll ich denn das machen? Ein Geschütztürm oben, einer unten. Das kann der Kerl niederlaufen, ja? Er raucht. Das könnte bedeuten, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin nicht gut. Ich bin spitze. Ich bin der Beste. Ich bin Limbo. Lalalala. Nicht mal Geschütztürme können mich töten. Ja, das sind wieder so zwei Wege. Das sind Kisten. Ich hasse Kisten. Kisten sind mir suspekt. Was genau? What the fuck? Wow. Alter, was geht denn ab? Die Zukunft. Kann ich da rein? Ja, genau. Limbo ist wieder zu fett. Fang die Kiste, du Arsch. Fang die Kiste, du Arsch, ja? Fang sie mal. Ah, ich habe Idee. Klonk, 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 klonk. Schieb die Kiste doch nach rechts. Spring! Spring! Bisschen schneller. Ups! Haha, da bleibe ich nicht umstehen, ich bin ja nicht dumm. Zumindest nicht komplett, ja. So, geht doch. Warum immer so kompliziert? So, Kiste hier. Und so, und dann hierauf. Ja, gar nicht so schwer irgendwie. Dunk, 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 dunk. Upp! Verbindungsweg nach oben, wieso, weshalb, warum? Das wäre jetzt nett zu wissen, oder? Ich habe schon gesehen, dass sich im Hintergrund auch die Objekte hochheben, aber was mir das da oben bringen soll, ist jetzt natürlich die große Frage. Aber ich werde es gleich sehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauche ich hier eine Kiste, dass ich da irgendwie hochkomme. Ah, Kiste! Ah, vielleicht sollte ich diese Kiste benutzen. Dann könnte ich hier nämlich rauf und könnte ich oben rauf, wenn der Bolzen da nach oben ist. Oder was immer das sein soll. Ich nenne es mal Bolzen. Bolzi, der starke Bolzen. Irgendwie so. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ah, nimm euch springen! Also immer wenn ich Limbo spiele, denke ich immer irgendwie an Spider-Man. Ich weiß auch nicht. Gibt wahrscheinlich an den Käferaugen, ich bin mir nicht sicher. Ja, immer so den. Ah, Kiste! Alter, das war doch daneben, oder? Die Kiste hat mich getötet. Ach du Scheiße, ist das geil. Das ist der geilste Abschnitt im ganzen Game, ohne Witz. Ich
Ja, mich bringt einfach alles um. Scheiß drauf. Kiste macht einen Purzelbaum, ja, alles super, alles lässig. Ich war eigentlich schon weg aus der Kiste. Ich war schon weit genug daneben, aber nein, sie erschlägt mich. Sie hasst mich einfach. Kisten hassen mich. Kisten mochten mich noch nie, ja. Kiste ist mein natürlicher Feind. True Story. Gott, bin ich bescheuert. Warum gehe ich jetzt zurück? Wow, Kiste. Gut, dass ich nicht dumm bin, ne? Ja, vom ganzen Gelaber und Erzählen und ja, alles ist so toll und ich hab Bock auf Gyros wie Sau mit Tzatziki und am besten noch irgendwie Reis dazu, aber nö, ich war heute einkaufen und hab's vergessen einzupacken, Idiot. Ah, dann könnte ich mir den Arsch beißen. Ich hätte so Bock auf Gyros, ey, ohne Witz. Kiste, kommst du wieder? Nein. Und ja, das Spiel wäre viel, viel einfacher, wenn er wirklich Laser aus seinen Augen schießen könnte, ja. So wie Cyclops von den X-Men oder so. All your bases belong to us. Das wäre cool. So, jetzt werde ich mich gleich wieder selber töten mit der Kiste. Ah. Schwerkraft, natürlicher Feind des Menschen. Ah. Ja, natürlich. Als erst war ich wie, geht gar nicht. Aber dann war ich, es funktioniert doch. Gucken wir mal, ob es doch so funktioniert, wie ich meine. Und ja, es regnet noch draußen, falls sich jemand wundern sollte. Nein! Arschloch! Gott, ging das schnell. Das steht ja ab wie bei Oma auf dem Kindergeburtstag. Okay, das war jetzt Bullshit, aber ja. Oma am Kindergeburtstag, nee, das passt nicht. Haha, Rätsel gelöst. Gott, bin ich gut. Waren das jetzt drei Rätsel in einer Folge? Ah, oh, Aufzug. Okay, das war einfach. Kein Problem. Ich denke, ich muss die Kiste darunter schießen. Haha, nee. Jetzt habe ich mich nicht ganz getraut, da einen Laser zu springen. Ne. Ah! Ach, Scheiße. Da hing noch der ganze Darm raus. Ah, leck. Ach, leck. Wahnsinn. Leute, ich mache jetzt Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter mit Limboy, der seine Innereien verliert. Also Leute, wie immer, stay tuned. So long und bis dann.